Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt sehen, ich filme heute nicht vor meinem Bücherregal, denn ich wollte für das heutige Video eine etwas passende, schöne Atmosphäre schaffen. Denn ihr habt im Titel gesehen, heute geht es um die griechische Mythologie. Und wenn ihr mir schon etwas länger folgt, dann wisst ihr, dass ich mich sehr für griechische Mythologie interessiere. Und so viele von euch haben mich immer wieder nach Buchtipps zu dem Thema gefragt. Und heute ist das Video endlich da, in dem ich euch etwas mehr erzähle. Und falls ihr neu hier seid, dann seid ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Marina, ich bin aus der Schweiz und ja, ich freue mich, euch heute hier zu haben. Ich habe hier hinter mir alle Bücher, die ich euch nachher zeigen werde. Und einfach noch als kurze Vorbemerkung, es gibt sehr, sehr viele Bücher zum Thema griechische Mythologie. Es gibt auch extrem viele Bücher aus dem Jugendbuchbereich, vor allem so Jugend-Fantasy-Bücher. Ich werde heute allerdings nicht über solche Bücher sprechen, sondern eigentlich nur um, so historische Romane mit einem Schuss Fantastik. Aber wenn ihr euch für Jugendbücher zum Thema griechische Mythologie interessiert, dann schaut unbedingt mal bei Sarah vorbei vom Kanal Sarah Bow. Sie hat da nämlich vor einiger Zeit auch ein Video zum Thema griechische Mythologie gemacht und sie hat da so, so viele Jugendbücher und Fantasybücher in ihrem Video drin. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut mal unten in der Infobox. Ich habe da den Link zu ihrem Video dabei. Aber heute zeige ich euch mal 10 oder besser gesagt 11 Bücher, die ich auf meine Liste habe und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Video. Also beginnen wir doch gleich mal bei der Mythologie an sich, bevor wir uns den historischen Romanen widmen. Und einige von euch wissen vielleicht, dass ja, griechische Mythologie leitet sich sehr oft von antiken Texten ab, die auch in unserer Sprache übersetzt nicht sehr, sehr einfach zu lesen sind. Aber wenn ihr euch trotzdem mal ein bisschen mit der Mythologie auseinandersetzen möchtet, dann kann ich euch auf jeden Fall die Bücher von Gustav Schwab ans Herz legen. Ich habe jetzt hier Sagen des klassischen Altertums. Das ist eine vollständige Ausgabe von den griechischen Sagen und Mythen. Von ihm gibt es diverse Bücher in diversen Größen, also bis runter so zur Reklambuchgröße. Und er beschreibt einfach die antiken Sagen und Mythen auf eine sehr verständliche Weise, obwohl seine Originaltexte aus dem 19. Jahrhundert sind. Aber wenn ihr einfach so die Mythologie an sich etwas besser kennenlernen möchtet, ohne jetzt einen Roman, eine Neuinterpretation darüber zu lesen, kann ich euch Gustav Schwab wirklich sehr ans Herz legen. Als nächstes zeige ich euch mal die beiden griechischen Neuerzählungen, die wahrscheinlich im Moment so die populärsten sind. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich diese Bücher immer und überall sehe. Und zwar sind das die Bücher von Madeline Miller. Als erstes habe ich hier das Lied des Achill. Mein absolutes Lieblingsbuch, zumindest im Moment. Ich liebe dieses Buch so, so sehr. Und ich glaube, das war auch das erste Buch so zum Thema griechische Mythologie, das ich gelesen habe vor ein paar Jahren. Und falls ihr gerne englische Bücher lest oder auch englische Hörbücher hört, kann ich euch dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Ich finde, das Buch, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, gab es nur auf Englisch. Und das war so wundervoll. Ich habe es auch im Zusammenhang mit dem Hörbuch, also gehört und gelesen. Und das Hörbuch ist so wunderschön gesprochen und der Text, also die Sprache, einfach so schön in der Originalversion auf Englisch. Also falls ihr ein Buch auf Englisch lesen möchtet aus der griechischen Mythologie, kann ich euch die Bücher von Madeline Miller wirklich sehr empfehlen. Und hier beim Lied des Achill geht es eigentlich um eine neue Interpretation des Trojanischen Krieges. Also eigentlich geht es um Achilles. Die Geschichte ist aber erzählt aus Sicht von Patroklos. Das ist eigentlich Achilles Lebensgefährte. Und zwar geht es darum, dass Patroklos, als er ein Junge ist, er ist ein Prinz, ja, durch einen Unfall eigentlich vom Hause seines Vaters weggeschickt wird und so lernt er Achilles kennen und die beiden wachsen eigentlich zusammen auf und ja, haben eine sehr starke Bindung zueinander, die immer stärker wird im Verlaufe des Buches, bis schließlich alle Griechen zum Kampf aufgerufen werden, weil sie nach Troja segeln, weil ja, Helena wurde gestohlen sozusagen von den Trojanern und alle griechischen Helden werden aufgerufen, an dem Krieg teilzunehmen, so auch Achilles. Und Patroklos ist sehr besorgt um seinen besten Freund und Liebhaber, dass er mitgeht. Und so ist eigentlich das Lied des Achill eine Erzählung über Achilles und Patroklos, wie sie zusammen aufwachsen und ja, dann schließlich zusammen in den Trojanischen Krieg ziehen. Ich finde, das Buch ist einfach absolut wunderschön geschrieben, genauso wie das andere von Madeline Miller, das ich euch gleich zeige. Also für mich
ein absolutes Highlight, obwohl es das erste ist, das ich zur griechischen Mythologie gelesen habe, glaube ich, konnte bisher kein Buch dieses toppen. Also das ist wirklich mein absoluter Schatz und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, dieses Buch mal zu lesen. Das nächste sehr bekannte Buch ebenfalls von Madeline Miller ist Circe. Und ja, wie ihr es vielleicht am Titel her schon gedacht habt, hier geht es um Circe. Und Circe ist die Tochter von Helios, des Sonnengottes. Und Circe hat Geschwister. Allerdings ist sie entgegen ihrer göttlichen Geschwistern ziemlich eigenartig sozusagen. Denn sie hat eine sehr penetrante und komische Stimme. Sie hat einen sehr stürmischen Charakter. Und ja, sie widersetzt sich eigentlich immer allem ein bisschen. Sie hat sehr, ja, einen sehr starken Kopf und passt eigentlich weder vom Charakter noch vom Aussehen her so in die göttliche Gemeinschaft, was schließlich auch dazu führt, dass Circe auf eine Insel verbannt wird. Und da dann ganz alleine auf dieser Insel lernt sie eigentlich die Pflanzenheilkunde für sich kennen. Sie zähmt wilde Tiere, sie wird eigentlich so zu einer Zauberin, einer Hexe. Und immer mal wieder kommen Personen an ihrer Insel vorbei. Und ja, einige davon sind Menschen. Und Circe bemerkt dann eigentlich, dass sie den Menschen viel mehr zugesprochen ist als den Göttern. Ich finde, das ist eine so tolle Geschichte über eine wirklich starke Frau, die völlig ihren eigenen Weg geht und eigentlich total in der Abgeschiedenheit lebt, aber trotzdem nicht so in Selbstmitleid versinkt. Also eine sehr ausdrucksstarke Geschichte. Ich finde genauso schön geschrieben wie das Lied der Zachill, obwohl ich dieses nur auf Deutsch gelesen habe. Ich vermute, das englische Original wird genauso schön sein. Ja, das zweite Buch von Madeline Miller. Ich freue mich so, dass dieses Jahr eine Kurzgeschichte von ihr rauskommen wird, auch zum Thema griechische Mythologie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber ich blende es euch hier mal ein. Ich bin einfach so gespannt auf Nachschub von ihr. Und ja, ich freue mich, bald mehr von Madeline Miller zu lesen, weil ich kann guten Gewissens sagen, dass sie eine meiner Lieblingsautorinnen ist. Ja, dann das nächste Buch. Und wenn ihr meinen Kanal schon eine Weile verfolgt, dann habt ihr dieses Buch schon tausendmal gesehen. Aber das Buch ist Ariadne von Jennifer Saint oder die deutsche Variante, ich blende sie euch auch mal hier ein, heißt Ich Ariadne, ist Ende November erschienen, wenn ich mich recht entsinne. Wer meine Jahreshighlights gesehen hat, der weiß, das Buch war da drin. Ich habe zu diesem Buch auch einen eigenen Lesevlog gedreht, den könnt ihr sehr gerne anschauen gehen, denn da rede ich sicher noch ausführlicher über dieses Buch als jetzt in diesem Video. In diesem Buch geht es um Ariadne und Ariadne ist die Tochter von Minos, vom König von Kreta, sprich sie ist die kretische Prinzessin und sie ist auch die Tochter des Minotaurus. Der berühmt-berüchtigte Minotaurus, der in seinem Labyrinth eingesperrt ist und Sklaven frisst. Und Ariadne muss immer mit ansehen, wie junge Sklaven aus Athen nach Kreta gebracht werden, um halt als Opfer für den Minotaurus zu dienen. Und eines Tages ist Theseus einer der Sklaven. Theseus ist allerdings der athenische Prinz. Und er und Ariadne kommen ins Gespräch und er bittet sie um ihre Hilfe, den Minotaurus zu töten. Denn Ariadne ist die einzige, die Möglichkeit hat, den Weg ins Labyrinth und wieder zurückzufinden. Und sie und Theseus schließen sich dann zusammen, weil Ariadne auch nicht mehr mit ansehen kann, dass immer junge Menschen vom Minotaurus getötet werden. Und Theseus verspricht ihr dann, wenn sie ihm hilft, dass er sie mit nach Athen nimmt, mit in die Freiheit und sie zu seiner Königin macht. Ja, den beiden gelingt das, sie töten den Minotaurus und fliehen dann. Allerdings wird Ariadne während der Flucht auf einer Insel Mutterseelen allein zurückgelassen und muss von da weg ihren eigenen Weg gehen. Ihr denkt jetzt vielleicht, wow, das war doch die ganze Geschichte vom Buch. Nein, das alles passiert wirklich am Anfang, steht alles auch im Klappentext, also war jetzt keine Spoiler. Aber ich fand diese Geschichte so, so toll. Ich finde, sprachlich kann das Buch wunderbar mit Madeline Millers Werken mithalten. Also ich finde, es ist so, so schön geschrieben. Ich habe die englische Variante gelesen, nicht die deutsche. Und es hat mir einfach so gut gefallen. Und wie auch in meinem Ariadne-Lesevlog schon erwähnt, finde ich, dass dieses Buch ein wunderbarer Einstieg in die griechische Mythologie ist. Denn in diesem Buch lernen wir eigentlich zusammen mit Ariadne und ihrer kleineren Schwestern mehrere Mythen kennen. Zum einen wird da eigentlich erwähnt oder erklärt, wie Medusa eigentlich in Ungnade gefallen ist und zur Medusa mit den Schlangenhaaren wurde. Oder wie das Sternbild Orion an den Himmel kam und ganz viele andere Figuren aus der griechischen Mythologie werden hier erwähnt. Also ich finde, das ist ein wunderbarer Einstieg so in das Thema. Also wenn ihr noch völlig unerfahren mit dem Thema seid und vielleicht ein bisschen Respekt davor habt,
Müsst ihr nicht haben, Leute, alles halb so wild, aber ich finde, dieses Buch ist ein sehr, sehr guter Startpunkt. Das nächste Buch auf meiner Liste ist von Pat Barker, Die Stille der Frauen. Das ist auch eine deutsche Übersetzung von einem englischen Original und hier geht es auch um den Trojanischen Krieg. Dieses Buch handelt auch von einer Frau und zwar geht es um Briseis, die Königin von Lyrnessos, die von den Griechen gefangen wird und eigentlich ihr Leben an den trojanischen Ufern in griechischer Gefangenschaft fristen muss. Briseis wird die Sklavin von Achilles und so lernen wir eigentlich auch Achilles nochmal etwas näher kennen oder aus einer anderen Sicht kennen, weil dieses Buch präsentiert Achilles eigentlich nicht von der Seite, dass er so ein großer, glänzender Held ist, sondern ja, dass er ein Mörder ist eigentlich. Ich lese euch hier mal ganz kurz den obersten Abschnitt auf dem Buch vor und zwar steht da großer Achill, glänzender Achill, strahlender Achill, gottgleicher Achill. Wir nannten ihn nie so, wir nannten ihn den Schlechter. Also anhand von dem könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen ein Bild machen, wie Achilles in diesem Buch dargestellt wird. Allerdings finde ich das so, so gelungen, denn wir begleiten eigentlich Briseis, wie sie durch die jahrelange Gefangenschaft im griechischen Lager ihre, ja, eigentlich Beziehung mit Achilles, ja, erlebt eigentlich. In diesem Buch geht es allerdings nicht um eine Liebesgeschichte, sondern wirklich um zwei unterschiedliche Personen, die auf eine Art zusammengehören, obwohl sie sich gar nicht wirklich leiden können. Und wir lernen hier Achill halt wirklich als einen Krieger kennen mit seinen Ecken und Kanten, lernen aber auch Briseis sehr gut kennen und zwar als Frau, die einfach Sklavenarbeit verrichtet, was da alles dazugehört hat. Es porträtiert eigentlich das Leben im griechischen Lagern, also eigentlich am Rande vom Kriegsfeld. Wir haben hier gar nichts Direktes mit dem Trojanischen Krieg zu tun, sondern erleben ihn eigentlich aus der Ferne mit. Und das, finde ich, macht dieses Buch so speziell, weil es halt wirklich einfach um eine Frau geht, gefangen inmitten von Männern, von Feinden, die irgendwie überleben muss. Ich mag es unheimlich und ja, ich finde es toll. Als nächstes habe ich ein Buch, das eigentlich so eine Mischung aus griechischer Mythologie und römischer Mythologie beinhaltet. Und zwar geht es um die Seherin von Troja von Jo Graham. Und der Grund, warum ich griechische Mythologie sage, ist eigentlich, weil die grundlegende Geschichte dieses Buches nicht auf der Iliad oder der Odyssee oder so basiert, sondern auf der Aeneis, die von Vergil geschrieben wurde, also nicht einem Mann, der in Griechenland gelebt hat. Aber trotzdem geht es hier um eine Frau, die aus Troja stammt, deswegen packe ich dieses Buch jetzt auch ins Video und auch, weil ich es mega toll finde. Und zwar beginnen wir in dieser Geschichte eigentlich am Ende vom Trojanischen Krieg. Wir begleiten eine trojanische Frau, die von Griechen gefangen wird und zurück nach Griechenland verschleppt wird. In Griechenland in Gefangenschaft gebiert sie dann ihre Tochter, die Protagonistin dieses Buches. Und zwar nennt sie sich zum Anfang noch Möwe. Und Möwe hat eine kleine, ja, Einschränkung. Sie hat ein kaputtes Bein, weswegen sie nie als Sklavin taugen wird. Ihre Mutter ist sehr besorgt um sie, dass sie deswegen vielleicht getötet werden könnte und bringt sie zur Pythia. Pythia ist eine Seherin, die eigentlich in der griechischen Gesellschaft auch sehr hoch angesehen ist. Und ja, Möwe wird von Pythia ausgebildet, die nächste Pythia, also die nächste Seherin zu sein. Deswegen, ja, schafft Möwe es eigentlich, sich von den Sklaven hochzuarbeiten in den Stand einer Priesterin, weswegen sie dann auch von der griechischen Gesellschaft, in der sie lebt, geschätzt wird oder zumindest in Ruhe gelassen wird. Eines Tages allerdings tauchen schwarze Segel am Horizont auf und das wird Möwes Leben oder, wie sie jetzt heißt, Pythias Leben für immer verändern. Denn die Schiffe mit ihren schwarzen Segeln werden von Aeneas angeführt und Aeneas und seine Mannen und Frauen auf den Schiffen sind die letzten überbliebenen Trojaner. Und Aeneas Mission ist eigentlich, alle trojanischen Männer und Frauen, die in griechischer Gefangenschaft sind, einzusammeln und sich zusammen mit ihnen eine neue Heimat zu erbauen. Und um das geht es eigentlich in diesem Buch, um die lange Suche und Reise der letzten verbliebenen Trojaner nach einem neuen Zuhause, wo sie bleiben und leben können. Und ich finde, das Buch ist so wundervoll erzählt. Die Sprache ist zum einen sehr flüssig, aber stellenweise doch auch sehr poetisch und so
bildhaft eigentlich. Und ja, ich habe das Buch so gerne gelesen und auch die Beziehung zwischen Pythia und Aeneas und die ganzen Trojanern und Trojanerinnen, die einfach auf der Suche nach einem Fleck Land sind, wo sie leben können. Das hat mir so, so gut gefallen. Und übrigens, das war jetzt auch spoilerfrei, das steht alles hier im Klappentext mit drauf. Ja, also wie gesagt, ist nicht unbedingt in dem Sinne eine Neuerzählung griechischer Mythologie, aber ich finde, irgendwie gehört es trotzdem ein bisschen dazu und ich fand das Buch wundervoll, deswegen wollte ich euch das gerne auch mitlassen. Als nächstes haben wir eine Trilogie, die ich euch jetzt nach und nach vorstellen werde, denn obwohl es sich hier um eine Trilogie handelt, ist jeder der Bände einzeln für sich lesbar. Und warum, werde ich euch jetzt gerade mal erzählen. Und zwar heißt diese Reihe Die Frauen von Troja. Ja, allerdings geht es eigentlich nicht nur um trojanische Frauen, was ein bisschen verwirrend ist, aber trotzdem ein schöner Titel, Die Frauen von Troja. Und das ist der erste Band Tochter des Sturms und das ist eine Nacherzählung des Trojanischen Krieges. Und diese Geschichte des Trojanischen Kriegs wird aus der Sicht von zwei Frauen geschrieben. Zum einen haben wir Briseis und zum anderen haben wir Chryseis. Und zwar ist Briseis die Prinzessin von Pedasus und Chryseis ist die Tochter eines trojanischen Hohepriesters. Und die beiden, ja, verfangen sich in den Wirren des Trojanischen Krieges und sind beide in feindlicher Gefangenschaft oder halten sich im feindlichen Lager auf. Und dadurch, dass wir die Perspektiven dieser zwei Frauen haben, die an einem Ort sind, an dem sie weder sein wollen noch sein sollten und ziemlich in Gefahr schweben, hat dieses Buch so einen unglaublichen Spannungsbogen. Also ich hatte dieses Buch begonnen und habe es am Tag danach fertig gelesen und hätte ich zwischendurch nicht noch arbeiten müssen, hätte ich das in einem Zug durchgelesen. Also eine unglaublich spannende Geschichte. Von A bis Z hat mich dieses Buch einfach mitgerissen. Und ich finde, wenn ihr gerne eine Geschichte um den Trojanischen Krieg lesen möchtet, aber noch keine Erfahrung mit dem Thema habt, finde ich, Die Frauen von Troja, Tochter des Sturms, ist ein sehr guter Startpunkt, weil die Geschichte, also die ganze Reihe Die Frauen von Troja, ist nicht extrem anspruchsvoll geschrieben. Also ich finde, kann man auch gut als jüngeres Publikum lesen. Allerdings, ich finde es jetzt auch nicht plump oder zu einfach. Also ich habe das als erwachsene Person sehr, sehr gerne gelesen. Allerdings, weil es halt einfacher geschrieben ist, konnte ich da wirklich so durchrasen, was ich sehr, sehr genossen habe. Eine tolle Reihe, eine tolle neue Interpretation des Trojanischen Kriegs aus Sicht von zwei Frauen. Ja, könnte ich nicht mehr empfehlen. Der nächste Band der Frauen von Troja-Reihe nennt sich Tochter des Meeres. Und hier geht es um etwas völlig anderes, denn hier wird die Sage oder der Mythos um Jason und seine Argonauten neu aufgefasst, allerdings auch wieder aus der Sicht einer Frau. Und zwar geht es hier um Admete. Und Admete ist die Tochter einer ziemlich hochstehenden Person. Ich will euch aber jetzt nicht spoilern. Allerdings wurde sie ausgesetzt als Baby und wuchs bei einer Bauernfamilie auf. Allerdings erfährt sie dann, wessen Tochter sie ist und sie beschließt eigentlich, ihren wahren Vater zu suchen und sich ihm als Tochter zu beweisen. Weshalb sie dann schlussendlich auch auf Jasons Schiff landet. Allerdings darf Jason, der ja das goldene Vlies suchen muss, nur Männer in seiner Mannschaft haben. Also verkleidet sich Admete kurzerhand als Junge und reist dann mit Jason und seinen Argonauten aufs Meer hinaus auf der Suche nach dem goldenen Vlies, das sie an Jasons Stelle suchen will. Und Admete erhofft sich eigentlich durch diese Reihe, sich ihrem Vater beweisen zu können und sich ja als würdig erweisen zu können. Und ich habe diese Geschichte so toll gefunden. Man muss sagen, Jason kommt in dem Buch nicht unbedingt als netter, sympathischer Typ weg. Finde ich aber auch völlig okay. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass diese ganzen großkotzigen Helden vielleicht auch gar nicht so toll waren oder nicht so toll gewesen sein könnten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier wirklich um eine junge, starke Frau, die sehr viele Gefahren und Risiken auf sich nimmt, um zu beweisen, wer sie sowieso schon ist. Also wer mal eine etwas andere Perspektive auf die Sicht von Jason und seiner Reise zum Goldenen Vlies haben möchte, dem kann ich dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Ich bin hier eigentlich genauso durchgerast wie durch das erste Buch der Reihe. Hat mir ebenfalls wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt gesagt, dass es in diesem Buch um Admete geht. Oh mein Gott, Leute, tut mir leid. Es geht hier um Atalante. Alle diese A-Namen, ich bin langsam verwirrt. Hier geht es um Atalante, die
mit Jason auf dem Schiff mitreist. Entschuldigung. Im nächsten Buch geht es nämlich um Admete, und zwar im dritten Teil der Frauen von Troja Reihe, und zwar Tochter des Himmels. Und zwar geht es hier um Herkules, der die letzte seiner 12 Aufgaben noch offen hat. Und die letzte Aufgabe besteht darin, der großen Amazone Hippolyta ihren Amazonengürtel abzunehmen. Auf der Reise begleitet wird er von Admete, die Tochter eines Königs. Ich glaube, sie ist die Tochter des Königs. Und ihr Bruder Alexander ist krank. Und der einzige oder die einzigen, die Admete helfen können, sind die Amazonen mit ihren weitreichenden Heilkräften. Also wird vereinbart, dass Admete Herkules begleiten kann auf der Suche, ja, nach den Amazonen und Hippolyta. Allerdings wird Admete auf der Reise sehr viel mehr in Erfahrung bringen, als ihr lieb ist. Und ja, wie auch im vorherigen Band wird sich hier der Held, also Herkules, als nicht ganz so sympathischer Sonnenschein herausstellen. Aber es ist auch wieder ein Buch, in dem sehr, sehr starke Frauen porträtiert sind, die auf ungewissen Wegen gehen, auf Scheidewegen in ihrem Leben stehen und einfach, ja, ihr Leben in die eigene Hand nehmen und für sich selber kämpfen müssen. Ich fand es unheimlich spannend, den Mythos um Herkules in dieser Form nochmals aus einer anderen Sicht zu lesen. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch wenn, ja, die Frauen die Helden sind und die eigentlichen Helden mal die nicht so coolen Typen sind. Also diese Reihe, die Frauen von Troja, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, weil sie, ja, bekannte Mythen, weil einfach komplett neu erzählen. Und ich finde diese Bücher eigentlich auch für Einsteiger oder Einsteigerinnen sehr gut, weil, wie gesagt, sie sind nicht sehr, sehr schwierig geschrieben. Und was ich auch mega toll finde, zwischen den Geschichten hat es immer wieder so Kapitel, die aus der Sicht der griechischen Götter und Göttinnen geschrieben wurden. Denn die Götter und Göttinnen haben während dem ganzen Verlauf dieser drei Bücher ihre Finger auch so ein bisschen mit im Spiel und helfen hier und da so ein bisschen nach. Und wenn man alle drei Bücher gelesen hat, dann ergibt nämlich die Geschichte der griechischen Gottheiten wie so einen eigenen Kreis, was ich mega toll finde. Also man hat wie so eine versteckte Geschichte in den Geschichten drin. Also fand ich wirklich mega toll, mega einfallsreich. Und ja, das hat für mich die Reihe wirklich nochmal ein bisschen spezieller gemacht. So, meine Lieben, dann habe ich noch zwei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Die möchte ich euch aber trotzdem noch kurz vorstellen, weil, ja, vielleicht interessiert es jemanden von euch. Und das erste habe ich physisch da, habe ich allerdings noch nicht gelesen. Und ich habe schon ein paar Mal auf dem Kanal von dieser Autorin gesprochen. Und ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, es ist eine sehr kritische Autorin, und zwar rede ich von Marion Zimmer Bradley mit ihrem Buch Die Feuer von Troja. Und zwar, ja, Marion Zimmer Bradley ist vor vielen Jahren verstorben, und einige Jahre nach ihrem Tod sind da eigentlich schwere Missbrauchsvorwürfe von ihren Kindern laut geworden. Also da müsst ihr wirklich selber wissen, ob ihr Bücher von ihr lesen möchtet oder nicht. Ich dachte mir, ich erwähne es auf jeden Fall, dass ich sie sehr kritisch finde. Allerdings, so der Vollständigkeit halber, was die griechische Mythologie angeht, möchte ich das Buch trotzdem noch erwähnen. Auch da die Autorin ja schon vor langem verstorben ist, finde ich es persönlich okay, die Bücher zu lesen. Allerdings halt mit dem Hinweis, dass sie nicht so ganz sauber ist. Also, hier geht es um Kassandra in diesem Buch, die ja eine Trojanerin war und eigentlich den Trojanischen Krieg vorhergesehen oder vorausgeahnt hat und dann ja halt in den Strudel des Trojanischen Krieges geraten ist. Einige von euch wissen ja vielleicht, wie das begonnen und geendet hat. Ja, und das ist einfach eine Geschichte, eine Abhandlung des Trojanischen Kriegs aus der Sicht von Kassandra. Ja, mehr dazu kann ich leider nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ich möchte es aber allerdings schon mal noch tun. Was ich einfach sonst noch zu Marion sagen kann, ich habe andere Bücher, zum Beispiel die Avalon-Bücher von ihr gelesen, und ihr Schreibstil gefällt mir an sich sehr. Allerdings schreibt sie nicht unbedingt so, dass man jetzt so durch die Seiten hindurchfliegen kann. Also das Buch ist nicht gerade wenig umfangreich. Es hat 640 Seiten circa. Und ich finde ihren Schreibstil nicht anstrengend, allerdings hat sie einen Schreibstil, der so ein bisschen Zeit braucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Buch vielleicht ultra spannend ist, aber man halt so ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag legen muss, einfach von anderen Büchern, die ich von ihr kenne. Das wollte ich einfach noch dazu gesagt haben, aber das war es eigentlich auch schon zu dem, was ich zu diesem Buch sagen konnte. Und das letzte Buch, das ich euch gerne noch zeigen möchte, ist eins, das ich im Moment noch nicht zu Hause habe. Allerdings bin ich so gespannt darauf und ich möchte es so, so gerne lesen. Deswegen werde ich es euch auch wieder hier auf der Seite einblenden. Und zwar rede ich von Haus der Namen von Colm Teufel.
Colbin. Er ist ein sehr, sehr bekannter irischer Schriftsteller und er hat da den Mythos um Orestes in einen, ja, sehr, so wie ich gehört habe, imposanten Roman verwickelt. Und zwar geht es in dem Buch um Orestes, der seiner Mutter eigentlich Rache geschworen hat und dann zusammen mit seiner Schwester Elektra eigentlich die, ja, Rache an seiner Mutter vollführt. Die Sage um Orestes ist ein Stoff aus der klassischen, antiken, griechischen Literatur. Also es handelt sich hier wirklich um eine Adaption eines alten Textes. Und ich bin einfach so, so gespannt, wie Colm da die Geschichte in seiner eigenen Sprache verwoben hat. Ich muss auch sagen, die Geschichte um Orestes und Elektra ist mir eigentlich nicht so geläufig. Ich kenne eher den Vater der beiden, das war Agamemnon. Er war ja der, oder soll der Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg gewesen sein. Aber auf dieses Buch bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich mir für dieses Jahr noch vornehmen werde und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja, meine lieben Freunde, wir sind am Ende des Videos angelangt. Hier sind ja nochmal alle Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr habt doch noch ein Buch gefunden in dem Video, das ihr noch nicht kanntet. Auch wenn ich über einige dieser Bücher nun wirklich schon 1000 Mal gesprochen habe, Entschuldigung. Aber ja, ihr wolltet meine Empfehlungen und das sind wirklich Bücher, die ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann, außer die letzten beiden, die ich noch nicht genauer kenne. Ja, ich denke, dann verabschiede ich mich für heute wieder. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Buchempfehlungen der griechischen Mythologie aus dem eher Jugendbuchbereich möchtet, dann das Video von Sarah ist unten in der Videobox verlinkt. Schaut das sehr, sehr gerne mal nach. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lassen würdet, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt gesund, liebe Freunde. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss!